Heute ist der Tag gekommen, der gefürchtete Tag. Es geht los. Passt. Um 23 Uhr geht unsere Fähre von Trelleborg nach Rostock. Jetzt ist 17 Uhr. Wir müssen uns langsam auf den Weg machen. Zum jetzigen Zeitpunkt fragt ihr euch wahrscheinlich schon, was ist mit den Allerweltsaffen los? Sind sie durchgedreht? Gehen sie zurück nach Deutschland? Es ist so, bei euch ist ja jetzt schon 2022. Heute ist bei uns aber erst der 20. Dezember. Und wir fahren über Weihnachten und Neujahr zurück nach Deutschland. Wir wollen die Familie besuchen und wir haben auch noch Haufen Zeug in Deutschland, was wir abholen wollen. Kartons, die wir noch sortieren müssen, die wir damals, als wir aufgebrochen sind, einfach zurückgelassen haben. Meine Mama ist noch an Bord und unser Hund, die jetzt in Schweden zum Besuch waren. Und für uns geht es jetzt zum allerersten Mal nach fast einem Jahr zurück nach Deutschland. Es wird spannend. Kurzer Zwischenstopp. Ich brauche nämlich eine neue Jogginghose. Meine letzte war hier an den Schenkeln voll mit Löchern. Deswegen brauchen wir jetzt noch eine neue. Ich will ja an den Feiertagen chillen, ne? Zeit wird's. Ja. Man hat schon seine Unterhose durchgesehen. So viele Details wollte ich jetzt auch nicht wiedergeben. Stolze Besitzer einer nagelneuen Jogginghose. Jawohl. Wie fühlen Sie sich nach dem Kauf? Gut, weil ich 5 Euro wieder gespart habe, warum auch immer. Wir nehmen es mit. Auf nach Trelleborg. Warte mal langsam. Rostock Scannerline 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, die da. Oh. Die da. Hier. Ja, richtig. 5. Ich bin noch drin. 5. So, jetzt reicht mir die Unterlagen, reicht mir die Unterlagen. Nun fahr zu meinem Good Store und dann kommen wir. Hey. Hey. Here is for your cabin and you have to go follow Terminal C. Okay. 700 meter all the way down. Immer wieder hier, wo vor einem Jahr alles begann. Noch nicht ganz einem Jahr, es war im Februar, als wir hier angekommen sind, aber jetzt ist es wieder soweit. Wir fahren zurück nach Deutschland. Gespannt bin ich. Ich auch. Ich bin nur nicht positiv gespannt. Es ist für uns total verrückt, wieder hier zu sein, weil damals, vor einem Jahr, waren wir noch ganz andere Menschen, habe ich das Gefühl. Wir sind in Schweden aufgeschlagen und hatten den Plan, eine Reise zu machen und wussten noch gar nicht, wie das alles mal kommt und wie das alles mal endet. Und jetzt sind wir quasi nach Schweden eingewandert und sind wieder zurück, wo alles begann. Ich finde es total verrückt. Ich dachte, wir bleiben hier irgendwie so ein paar Monate und dann geht es weiter in wärmere Gefilde, aber irgendwie... Ja, war dann doch ganz schön hier, ne? War dann doch schöner als gedacht und geplant. Wenn ihr von Anfang an dabei wart, wisst ihr, wie unsere Reise gelaufen ist. Wenn nicht, es gibt eine ganze Playlist dazu. An dieser Stelle machen wir ein kurzes Päuschen im Video, um euch auf eine ganz, ganz wichtige und sehr coole Sache hinzuweisen. Und zwar könnt ihr euch dieses Jahr ganz officially einen 1:1 Call mit uns zwei süßen Äffchen Mäusen buchen. Unsere 1:1 Calls sollen euch einfach dabei unterstützen, wenn ihr den Schritt nach Schweden gehen wollt oder wenn ihr auswandern möchtet oder wenn ihr zum Beispiel auch ein Online-Business starten möchtet. Also alles, was wir so machen,
In den Calls geben wir euch unsere Erfahrung mit. Das Ganze funktioniert dann so, dass ihr einen Zoom-Link von uns bekommt, ihr euch dann einwählt. Und dann sprechen wir eh schon 1:1 miteinander. Wir haben das Ganze schon im Dezember so ein bisschen inoffiziell gestartet, da haben wir es noch nicht groß verkündet, hatten schon einige Teilnehmer, die sich gleich ihren Platz gesichert haben und es war einfach nur super. Die waren alle durch die Bank begeistert und es hat ihnen einfach ja den perfekten Anstoß gegeben, um ihr eigenes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der Grund, warum wir das gerne face-to-face machen möchten, ist einfach, weil die Beratung nun mal nur face-to-face funktioniert. Ihr könnt auch nicht eurem Zahnarzt eine Nachricht schreiben und sagen, ja, habe ich vielleicht mein noch. Mein Zahn tut weh. Sondern für manche Dinge muss man sich eben einfach sehen und man braucht den persönlichen Austausch. Außerdem kommt man doch im Gespräch auch einfach mal auf spontane Fragen, die einem sonst so vielleicht gar nicht einfallen würden, weil wir eben doch noch mal ein bisschen ausführlicher über das Ganze reden können. Und wie ihr uns kennt, nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Wir teilen all unsere Erfahrungen mit euch. The good and the bad and the in between. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann nutzt unbedingt die Möglichkeit. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung oder auch hier oben im Eck. Wenn es jetzt das falsche Eck war, verzeiht uns. Aber nein, ihr findet, hier ist es, okay. Seid schnell, schnappt euch einen Termin und wir freuen uns, euch dann ganz bald persönlich kennenzulernen. And now I would say, let's go. Back to the video. So wie Sarah ihre Hose zum Autofahren aufmacht, sitze ich in der Jogginghose da. Los. Stunden des Wartens. Ja, verläufst du dich doch hier. Wir sind durch die Schiffsgänge. Hier. Jawohl. Oh, ist aber warm. Ui. Jawohl, Gott sei Dank. Der ist völlig überheizt. Sehr gut. Oh, ich will keine Luft. Oh, ich will keine Luft. Rein da. Rein in die gute Stube. Das ist der Luxus einer Hundekabine. Doppelstockbetten. Und ein Bad. Und ein schönes Bad. Und ja. Unser Mitbewohner. Kabine ist bezogen, jetzt geht's auf ins Bettchen. Die Fährfahrt dauert nämlich, glaube ich, nur 7 Stunden. Nicht mal. 6 Stunden sechs. Sind wir unterwegs. Und morgen müssen wir so weit Auto fahren. Ja, morgen früh um wann stehen wir auf? Halb sechs, ey. Unsere Zimmernachbarn gucken uns komisch an, das ist unser Stichwort, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, bis morgen. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönes, tolles Deutschland. Hallo. Tschüss, Klan. In wenigen Minuten erreichen wir den Hafen und wir bitten Sie, sich zu Ihren Fahrzeugen zu begeben. Und Achtung, deutscher Boden in 3, 2, eins. Tyskland! Put your hands up for Tyskland! Sind wir richtig? Wahrscheinlich nicht. Doch da, Autobahn. Okay. Ich stelle schon mal fest, in Schweden ist alles besser beschildert.
Bis auf die Wanderwege. Bis auf die Wanderwege, die sind in Deutschland besser beschildert. Für mich wäre es total in Ordnung, wenn wir jetzt einfach mit 90 oder sagen wir mal 100 hinter diesem LKW hinterher tuckern. Das wär okay für mich. Ja. Hab kein Problem mit. Das ist unser Kulturschock Nummer 1 zurück in Deutschland. Viel, viel mehr Autos auf der Straße und alle rasen auf der Autobahn. Ich komme hier nicht mal raus, wenn ich überholen will. Selbst wenn ich jetzt schneller fahren wollen würde, ich komme da nicht raus. Da sind zu viele Autos. Das ist komisch, wenn man ja nicht mehr da war. 6 Stunden noch. Die Schilder, die waren doch nicht schon immer so, oder? So hässlich noch. Die nächste Baustelle. 5 Stunden noch. Unser Auto ist einfach solide. Es hat uns bis nach Lappland getragen und jetzt nach fast einem Jahr pumpen wir das erste Mal wieder die Reifen auf. Ich weiß, wir haben es jetzt schon 5-mal gesagt, aber es ist so komisch, wieder hier zu sein. Also nach einem Jahr, wo man jetzt echt weg war, fast ein Jahr, ist alles, was man früher als normal empfunden hat, auf einmal seltsam. Die Schilder, so viele Menschen, so viele Autos, so viel Stau. Ich finde gerade kein anderes Wort als komisch dafür. Rasttrockenfutter! Ist aber kalt hier bei euch in Deutschland. Aber es ist blauer Himmel. Das ist immerhin schon mal positiv zu vermerken. Dann geht's jetzt weiter, oder? Fährst du oder fahr ich? Ich könnte noch. Ja, dann fahr noch ein bisschen, bis du nicht mehr kannst und dann fahr ich. Gut. Ich habe mich seit 3 Tagen auf den Kuchen gefreut. Früher hätten wir jetzt die Scheibe runtergelassen und die Banane rausgeklappt. Also. Jetzt sind wir total geprägt vom schwedischen Kedermann zurecht und machen das nicht mehr. Ich hätte niemals eine Bananenschale aus dem Fahren im Auto geschmissen. Wollte ich nur mal feststellen. Ich schon. Alex hat total professionell neben seinem Fahrersitz eine Mülltüte, wie ein Busfahrer. Ja. Fehlt nur noch der Kamm in der Westentasche. Ich mache mal einen Fahrradtausch. Oh, mein Hintern tut weh. Wir legen noch mal gerade eine Pinkelpause ein und hier sieht man wieder, wie der Lou so ein bisschen auch ein Mamasöhnchen ist. Weil ohne Mama muss er erst mal schauen, wo sie hingeht, damit er sich sicher fühlt. 2 Stunden 27 Minuten haben wir noch. Okay. Für die. So. Lecker. So, lasst es euch schmecken hier. Einen guten. Nur, das kannst du nicht mehr. Geschafft. Zurück im bayerischen Kuhdorf. Was hast du jetzt gesagt? 22 Stunden waren wir unterwegs. Ja. Von Tür zu Tür. Oh. 22 Stunden. Jetzt hast du mal noch gute Leberkusche. Wir gehen schon, was essen wir in Bayern. Glück nicht. Ja, die Bauern, die haben es extra hingeschmissen. Ja, aber hier ist mein Bereich. Du brauchst nicht deine Sachen an meinen Bereich. Du hast keinen deinen Bereich. Weißt du, wenn man nichts beizutragen hat, kann man einfach mal nichts sagen.
Okay, dann halte ich jetzt für den restlichen Vlog einfach die Fresse. Hey, alles klar bei dir? Hoch mit deinem Arsch. Bin nee, nicht weg ja, damit. Ich, halt's doch nicht. Ich will die haben. Ja, mach ich doch.